So, hallo und herzlich willkommen auf dem tollen Eichenparkett. Ich habe nämlich ein Problem. Wir ziehen um und ich soll Adventskalender-Videos drehen. Und da bleibt es dieses Jahr nicht aus, dass die mal unter etwas alternativen Bedingungen gedreht werden sollen. Ihr seht da hinten übrigens den Stativfuß meiner Hilfsleuchte. Ich habe jetzt eine Hilfsleuchte. Fancy, ne? Ich vermute mal, der Ton halt ein wenig. Zu verstehen sollte ich trotzdem sein. Ihr müsst mir jetzt keine 5 Stunden zuhören, wie sonst, sondern nur, solange ich bis ich den Inhalt von diesem Säckchen hier reviewed habe. Na, das ist jetzt also einer der traditionell im Adventskalender immer mal vorkommenden Gear-Teile. Wenn es im Hintergrund ein paar Mal klappert, auch das ist heute einfach nicht zu vermeiden. So ist es nun mal. Ne? Wenn die Teile pünktlich fertig werden sollen für den Adventskalender, dann ist das notwendig. So, was ist das? Das ist ein kleines oranges Säckchen. Das war's. Tschüss! Ja, ich weiß, der Gag hinkt, aber manchmal muss der einfach sein. Das sind Down-Boofies. Hier steht's. Weiß nicht, ob man es lesen kann, aber da steht's trotzdem. Down-Boofie, also ein Boofie ist ein Booty. Ein Boofie ist eine Notunterkunft in Schottland. Oder ein Boffie. Ach, meine Fresse, Englisch. Naja, jedenfalls Booty, Booty, und Down. Ja, was Down ist, können wir uns ungefähr vorstellen. Das wird Daune sein. Und ein Boot ist bekanntermaßen ein Stiefel und ein Booty ist ein Stiefeli, wie der Schweizer sagen würde. Oder auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls führt das dazu, dass hier drin zwei quasi Fußüberzieher mit Daunenfüllung zum Zwecke des Überlebens sehr kalter Temperaturen bzw. des Wohlfühlens bei sehr kalter Temperatur drin sind. So, ja. Und die packen wir jetzt mal aus. Wiegt 150 Gramm mit Packsack, hab's nachgewogen. Das ist wirklich total leicht. Ja? Also das gefühlt wiegt das überhaupt nichts. Man ist richtig überrascht, wenn man das in die Hand nimmt, wie leicht das ist. 150 Gramm sind jetzt natürlich für den Ultraleitverfechter trotzdem erstmal 150 Gramm. Muss man schon wissen, ob man die mitnehmen möchte. Aber ja, für alle Leute, die jetzt nicht Ultraleitfanatiker in Anführungszeichen sind, ist das also wirklich eine super leichte Angelegenheit. So, und dann sind da diese beiden Dinger drin. Nochmal kurz zum Packsack. So ungefähr diese Größe hat der. Der ist vermutlich wasserdicht. Anders kann ich diese Beschichtung, die wir hier innen drin haben, nicht interpretieren, als dass die wasserdicht. Was heißt wasserdicht? Ne? Wenn man den Sack ins Wasser schmeißt, dann kommt oben Wasser rein. Aber ansonsten scheint er mindestens mal extrem wasserabweisend zu sein. Es gibt hier der Vollständigkeit halber noch so eine Ausziehhilfe, damit man den Inhalt besser leeren kann, indem man hier hinten einen Finger reinhakt und dann hier alles schön rausschmeißen kann. So, und das ist es im Grunde auch zum Packsack. Wer den nicht braucht, spart nochmal 5, 6, 7 Gramm, vielleicht sogar 10. Dieses Ding ist das Schwerste am ganzen Packsack. Warum da so ein massiver Verschluss verbaut sein muss, weiß ich nicht. Also da hätte man doch auch wirklich nochmal ein filigraneres Zumachgerät nehmen können. Wer mag, kann die Schnur austauschen mit was filigranerem, gerade nochmal 3 Gramm. So, also, dann zu diesen Dingern. Ne? Im Grunde ist das, ich ziehe die auch gleich mal an, dann seht ihr sie am Fuß, aber im Grunde ist das ein kleiner Stiefel sozusagen aus Schlafsackgewebe mit Daunenfüllung. Meine Frau sagt da immer Schlafsacksöckchen dazu. Viel mehr gibt es zum Erscheinungsbild erstmal nicht zu sagen. Die sollten natürlich, weil es eben Daune ist, wie jedes Daunenprodukt, nicht dauerhaft komprimiert gelagert werden. Das heißt, der Sack ist zum Transport und zum Aufbewahren sollte man sie dann locker irgendwo hinlegen beziehungsweise zu einem Schlafsack in den Schlafsack Aufbewahrungssack reinschmeißen zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, ein guter Ort, wo die hin könnten. Dann wären sie auch gleich aufgeräumt und wären gleich da, wo sie hingehören. Weil wenn man die Dinger mit nach draußen nimmt, wird man wahrscheinlich sowieso auch einen Schlafsack dabei haben und dann ist das doch vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, Features. Sie haben hier hinten einen Haken zum Aufhängen. Ja, toll, ne? Sie haben hier vorne eine Kordel, um sie um den Fuß zusammenzuzurren. Dass die jetzt ein kleines bisschen robuster ist, finde ich gut, weil dann lässt du sich auch mit Handschuhen bedienen. Also gerade wenn man jetzt im Lager ankommt und hat Handschuhe noch an oder zumindest mal dünne Handschuhe und will dringend seine Füße in Sicherheit bringen, dann ist das ganz gut. Das kann hier auch nicht abgehen. Das hat eine Schlaufe und ist da festgemacht.
Und ja, hier habe ich ein ganz kleines bisschen was, was ausfasert, aber das ist mehr die Schlaufe als das Material, da treten auch keine Daunen aus. Daunenverluste habe ich bisher auch noch kaum feststellen können. Das Material ist wohl daunendicht, aber wie immer nicht federndicht. Das heißt, hier ist eine Mischung aus Daune und Feder drin. Ich habe leider nicht herausgefunden, in welchem Verhältnis. Wenn ich es noch rausfinde, schreibe ich es euch noch unten hin. Aber der Anteil von Federn, meistens so irgendwas zwischen 20% und 10%, der hat halt einen Kiel und der Kiel einer Feder, der kann hier durchstechen durch das Material und dann kann es mal vorkommen, dass auf dem Wege dann mal eine Feder verloren geht und möglicherweise eine Daune hinterherflutscht, weil Daunen haben per Definition keinen Kiel und können dann da auch nicht durchgehen. Es ist also schon daunendicht, aber nicht federndicht. Das heißt, irgendwann im Laufe der Jahre, die man das Ding verwendet, verliert man halt mal ein ganz kleines bisschen Füllung. Ich denke, das ist wahrscheinlich verschmerzbar. Das ist ja bei allen Daunenprodukten so, dass das nicht komplett ausbleibt. So, im Inneren, krempel das mal um, befindet sich noch sowas hier. Ja, das ist einfach nochmal ein Verstellverschluss sozusagen mit zwei Knöpfen. Das fühlt sich am Fuß ganz angenehm an. Das merkt man kaum, dass das da ist, wo man nochmal die Enge innen drin einstellen kann. Das ist also das, was quasi direkt über dem Knöchel sitzt. Und damit das dann halt eben auch die richtige Enge am Fuß hat. So. Ich ziehe die spaßeshalber mal an und dann seht ihr die im Einsatz. Ja, meine Frau weist darauf hin, ich möge bitte links und rechts nicht vertauschen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, es gibt hier tatsächlich eine linke und eine rechte, die haben also einen Seitenunterschied. Das erklärt, warum ich manchmal das Gefühl habe, dass sie besser passen und manchmal das Gefühl habe, dass sie nicht so gut passen. Das wird daran liegen, dass ich sie dann mal richtig rum oder auch nicht richtig rum angezogen habe. Die Unterschiede sind marginal, wärmen dürften sie in jedem Fall. Und meine Frau meint, ah, das ist nur was für Gebrauchsanweisungsleser und Tüpfelschießer, dass man da auf den richtigen Sitz achtet. Ich habe ihr noch in den Mund gelegt, das sei was für Deutsche. Und da war sie einverstanden. Aber andererseits, die Schweizer sind ja auch gewisse Tüpfelschisser. Ne? Tüpfelschisser, kennt ihr das eigentlich? Ich weiß nicht, ob es das gibt, wo ihr herkommt. Ein Tüpfelschisser ist jemand, der alles sehr genau nimmt und so ein Überkorrekter, also so nervig Korrekter. Ne? Also, nicht, dass jetzt hier mein Bein unbedingt ins Bild müsste, aber ja, mit vorhandener Socke hier einmal reinschlupfen, dann hier oben zumachen. Das ist so der eine Faktor, der vielleicht, je nachdem, ob man jetzt die Hose damit mit einbaut, also normalerweise würde man das ja tun draußen, sofern man noch eine Hose anhat, das führt das dazu, dass das hier ein bisschen, hier am Rand ein bisschen ungemütlich wird. Zuziehen ist aber wichtig, weil sonst geht die ganze warme Luft einfach oben raus und dann bringt das auch nicht viel. Ja, und die haben, das muss ich noch sagen, 800er Füllung, habe ich das richtig im Kopf? Wenn nicht, schreibe ich es euch nochmal unten hin. Also Daune wird ja immer in der Qualität Qin angegeben. Das ist die Bauschkraft und pro Kubikzentimeter Daune muss der dann so und so viel Volumen einnehmen, also sich so und so stark aufbauschen. Und je nachdem, wie viel das ist, hat die Daune halt eine hohe oder eine nicht so hohe Bauschkraft. Das geht bei günstigster Daune bei 600 Qin los und hört bei 950 auf. Also theoretisch, ob es wirklich Daune mit 950 gibt, wird noch von der Fachwelt ein bisschen bezweifelt und ob das nicht ein Marketingversprechen ist. Ich weiß, dass zum Beispiel Western Mountaineering hier sowas, die verkaufen 900er plus Daune, das heißt, die hat mindestens 900 Bauschkraft oder mindestens 850, weiß ich nicht mehr genau. Und ja, was dann auch drüber geht, das können sie nicht garantieren, aber das kann schon sein, dass es das tut. So, zweites Daunensöckchen. Problem. Angenommen, ich hocke jetzt so im Zelt, ne, und freue mich des Lebens und habe warme Füße. Jetzt muss ich das Zelt mal verlassen, weil, ne, naheliegende Gründe. Und dann muss ich leider die Teile wieder ausziehen, weil eine Sohle haben die aus Gewichtspargründen halt nicht. Das heißt, man kann damit definitiv, also jetzt noch über normalen Fußboden vielleicht ein paar Schrittchen laufen. Aber ich glaube, ich würde es auch, wenn ich jetzt indoor, ich habe die jetzt schon häufig indoor angehabt, auch schon ein paar Mal draußen, so ist das nicht. Ne? Aber wenn ich die jetzt indoor an hätte, dann könnte man damit vielleicht noch bis zum Klo stapfen, je nachdem, wie weit das weg ist. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Die sind halt wirklich schon nicht zum Laufen.
Kaufen gedacht. So, das Problem, Füße haben ja häufig die Eigenschaft, dass man die Füße irgendwo hinpackt, buff, buff, und sie in irgendeiner Form Bodenkontakt haben. Da, wo sie Bodenkontakt haben, wird es halt trotzdem kalt am Fuß, weil da drückt da die Daunenfüllung platt. Und wenn die Daunenfüllung platt geht, also zum Beispiel, ich sitze auf einem Stuhl, buff, und stehe dann so da, dann habe ich oben warme Füße, aber die Fußsohle bleibt je nach Untergrund relativ kalt, eben weil die Daune dann völlig zusammengedrückt wird und die Isolationswirkung verloren geht. Ja, das muss man wissen, das wird man sowieso früher oder später merken. Wunder verbringen die Teile keine, aber sie sind schon erheblich wärmer und können halt eben das vorhandene Paar normale Socken, das man dabei hat, sehr, sehr gut ergänzen. Und zum Beispiel Socke plus Schlafsacksöckchen ist erheblich wärmer als beispielsweise zwei Paar Socken anzuziehen. Ja, oder drei Paar Socken anzuziehen, und letzteres dürfte dann auch technisch gesehen irgendwann auch schon schwierig werden. Ja, also das ist auch, vor allen Dingen sind die sehr gemütlich, insbesondere barfuß, fühlt sich dann ganz, ganz toll an, kann man natürlich auch barfuß reinschlüpfen. Ja, und es gibt keine Temperaturangabe zu den Dingern, es muss halt schon ziemlich kalt sein, dass man sie braucht, und dann hängt es natürlich davon ab, wie sehr Kaltfüßler man jetzt jeweils individuell eigentlich ist. Ja. Aber viel mehr ist da nicht hinzuzufügen. Wie gesagt, im Inneren gibt es noch diesen Verstellriemen, mit dem man die dann noch individuell auf das anpassen möchte, was man halt an Fuß so hat. Nicht drauf rumlaufen, habe ich gesagt. Nicht im komprimierten Zustand lagern, habe ich auch gesagt. Und eine recht hochwertige Daune, Kostenpunkt, sowas um die 60 Euro, glaube ich. Ach ja, genau, danke. Frau weist noch auf Waschen hin. Waschen mit Downwaschmittel wie ein Schlafsack auch. Das ist also relativ umständlich. Sollte man dann wissen, was man tut, und sich vorher gründlich informieren, wie man Schlafsäcke wäscht, beziehungsweise wenn man sowieso seinen Schlafsack wäscht, hätte der hier jetzt demnächst mal nötig, dann kann man auch sinnvollerweise die Down-Booties auch gleich mitwaschen, ne? Ja, bei der Gelegenheit, sofern sie es dann nötig haben. Die sind jetzt in meinem Fall ja noch relativ neu. Socken anzubehalten, wenn man die anzieht, sorgt übrigens für eine erheblich höhere Lebensdauer, insbesondere wenn man zu Schweiß Füßen neigt oder sonst irgendwie feuchtigen Füßen, weil die Feuchtigkeit wird ja von der Daune ein Stück weit aufgenommen. Auch das Salz, das der Körper beim Schwitzen abgeht, wird von der Daune ein Stück weit aufgenommen, und das führt dann natürlich dazu, dass das sich alles in der Daune fängt, und drum wird sie irgendwann mal gewaschen werden müssen. Es gibt da wenig Erfahrungswerte dazu, wie lange man die anhaben kann, bevor sie gewaschen werden muss. Also ich im Schnitt etwa mindestens 30 Nächte bei einer Durchschnittsperson, bei jemandem, der immer schön seine Socken drin noch anbehält, wird übrigens langsam sehr warm an den Füßen, da locker 50, 60 Nächte, 70, 80 Nächte, vielleicht 90 Nächte, oder wenn ihr sie tagsüber auch anhabt, dann wieder entsprechend weniger. So, gedacht sind die bei mir primär als Möglichkeit, wenn ich im Lager ankomme, beziehungsweise mein Lager aufgebaut habe und dann da hocke und dann kalte Füße kriege, weil ich ja normalerweise nur mit Trekkingstiefeln rumrenne, und Trekkingstiefel sind zwar gut zum Laufen, aber halt eben nicht gefüttert im Regelfall. Und ich auch in vielen Fällen nicht ein, sehr gefütterte Schuhe anzuziehen. Das heißt, ich kriege recht schnell dann kalte Füße, sobald ich mich nicht mehr bewege. So, und dafür ist das gedacht, dass ich dann eben im Lager, während ich dann noch zum Beispiel am Kochen bin oder vielleicht noch ein Buch lese oder irgendwelche Ausrüstung repariere, wenn es nötig hat, Kamera, Akkus, Wechsel, was weiß ich, Zeug auf der Kamera angucke, nicht verwendete Clips löschen. Ja, was man im Lager halt so treibt, was ihr halt im Lager so treibt, auch beim Schnitzen von mir aus, von einer Fondue-Gabel, ja, ist egal. Jedenfalls bei solchen Aktivitäten kann man dann wunderbar Schuhe schon mal ausziehen, die Dinger schon mal anziehen, muss die Beine nicht zwingend in den Schlafsack hängen, das geht natürlich auch. Ja. Das ist, um damit wir uns richtig verstehen, das ist ein vollkommen optionaler Ausrüstungsgegenstand. Man kommt auch durchs Leben ohne die Dinger. Ja, die sind einfach komfortabel, gemütlich und machen das Leben draußen ein bisschen einfacher und ein bisschen wärmer und ein bisschen gemütlicher. Das ist aber auch schon alles. Ja. Ob einem das entsprechendes Geld und 150 Gramm Gewicht wert ist, das muss man dann ganz individuell selber wissen. So, für Leute, die unter chronisch kalten Füßen leiden, das könnten zum Beispiel Frauen sein, erfahrungsgemäß. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Dinger dann in Kombination mit einem Schlafsack zu verwenden.
Ja, viel weiter auf geht er jetzt nicht nach unten. Aber ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen, die passen im Regelfall auch in die meisten Schlafsäcke, wenn man jetzt nicht sehr große Füße hat, mit in die Fußbox hinein. Ja. Und ja, da kann ich nicht viel zeigen, ist ja klar. Und dann hat man definitiv zumindest ein Problem nicht in der Nacht, nämlich kalte Füße. Also das habe ich jetzt einmal ausprobiert und ich musste recht bald wieder ausziehen, weil mir die Füße überhitzt sind. Das hatte ich eigentlich beim Draußenschlafen gefühlt noch nie, außer jetzt bei irgendwelchen Tropennächten im Sommer. Und also das ist wirklich sensationell. Das ist super warm und extrem gemütlich. Und ja, also ein richtig fettes Daunenpaket, um die Füße zu haben beim Pennen, das ist schon was wert. Funktioniert natürlich auch mit dem Quilt, muss nicht zwingend ein Schlafsack sein. Die meisten Quilts haben ja auch Fußboxen. Und wenn man das jetzt hier schön zumacht, oh, da wird sofort, also ne, so kalte Füße kann man gar nicht haben, dass die dann nicht warm werden. So, und daher jetzt für euch noch der Hinweis an die Geschlechtsgenossen, die selber keine kalten Füße haben. Wenn ihr eine Frau mit nach draußen bekommen wollt, die kalte Füße habt, Down Booties zu Weihnachten, vielleicht. Ja, nur so als Idee, ist mir doch vollkommen schnurz, ob man die kauft oder nicht. Die sind übrigens von Expet, falls ich das noch gar nicht gesagt habe. Expet, Schweizer Hersteller, macht alle möglichen tollen Produkte. Inzwischen eine sehr, sehr breite sehr große Bandbreite. Designed in Switzerland, produziert in sonst wo, weil sonst könnte man es ja nicht bezahlen. Ja. Das ist so der Hintergrund. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich bin raus, das sind Down Booties und bis zum nächsten Mal, dann wieder in etwas anderer Umgebung. Tschüss.